wahre Jedi. Oh, wir sind wahre. Oh, wir haben es zum ersten Mal geschafft. Ja, wir haben es zum ersten Mal wahre Jedi geworden. Hallo meine Freunde der Naboo und willkommen zu Let's Play Lego Star Wars Die Skywalker Saga mit dem Len 16 und dem Dra. Die schießen hier schon wieder auf mich. Und ich schieße hier auf einen Steinchenkometen. Du schießt hier auf einen Steinchenkometen, okay. Ja, wir sind langsam so schon beim Ende der Episode angekommen. Die letzte Mission von Star Wars Episode 1, das Druiden-Kontrollschiff. Hier sehen wir es in seiner ganzen Pracht, auch komplett aus Lego gebaut hier. Ist auch cool, selbst wenn man nah ranfliegt, sieht man, dass es echt noch alles aus Lego gebaut ist. Echt cool eigentlich. Das Ding müssen wir jetzt auf jeden Fall zerstören. Ich würde gerne wissen, wie viele Steinchen das dann bringt. Nachdem wir letztes Mal schon phänomenal die Schlacht gegen die Druiden verloren haben. So, wo müssen wir überhaupt hin? Ah, da geht die Mission los. Wir sind hier gerade noch im freien Spiel und können jetzt erst die Mission anfangen hier. Was? Steinchenkomet und keine Steinchen bekommen. Die kriegst du alle, oder was? Ja, die kriegen wir beide. Die werden zusammengezählt. Ja, die kommen bloß bei mir raus. Mano. Auf jeden Fall solltet ihr nicht vergessen, dem Video einen Daumen nach oben zu geben und unsere Kanäle zu abonnieren. Los geht's. Gehen wir ran. Wenn Qui-Gon das sagt, dann wird das schon stimmen. Ja. Boah, sieht das Ding schick aus. Uiuiuiui. Oh, das hat was. Okay. Erstmal die Geschütze kaputt machen. Ja, es gibt Probleme. Halt dich fest. So. Wen spielst du eigentlich gerade? Keine Ahnung. Diese Geschütze sind zu gefährlich. Wir müssen sie ausschalten. Diese Geschütze machen hier Platz. Was, R2? Oh, nicht reinfliegen. Das erinnert mich jetzt irgendwie an Battlefront, irgendwie an diese Missionen, wo man in Battlefront 2 rumfliegen muss. Wenn die Gungans am Boden eine Chance haben sollen, müssen wir die Signaltürme zerstören. Los, R2, schießen wir die Funktürme ab. Das war ja im ersten Teil auch kein richtiges Level, das war ja nur so ein Bonus-Level quasi. Mhm. Also im allerersten Lego Star Wars war es quasi drin und in der kompletten Saga war es nur als Bonus-Level drin. Hui. Diese Vulture-Druiden schießen unsere Leute reihenweise ab. Wir müssen etwas gegen sie tun. Hast du gehört, R2? Sie brauchen Hilfe. Oh. Es klappt, R2. Es klappt. Ich werde versuchen zu rollen. Das ist ein guter Trick. Das sind so viele Schiffe. Wir müssen mehr abschießen. So, wir müssen jetzt noch Sachen. Ich finde es auch lustig, dass sie hier Vulture-Droids nennen, obwohl sie ja eigentlich Geier-Druiden. Also wenn alles übersetzen, finde ich. Ah, das haben sie sogar wie bei Battlefront, dass du genau angezeigt wird, wo du hinschießen musst. Ja. Ach, das ist ja witzig. Ah, schön wie bei den anderen Flugspielen auch. Da sind mehr weiche Druiden als erwartet. Nehmen wir sie unter Beschuss. Bang. Du hast ein Minikit bekommen? Kann sein. Ja, wir haben gerade eins bekommen, also von daher nehme ich mal an, dass da eins damit dabei ist. Huch. Was ist das? Viereck? Torpedos. Du hast Torpedos bekommen? Ich hatte Torpedos. Ja, die Torpedos kriegst du von denen, die so einen leichten rosa Schweif haben. Von denen kriegst du die Torpedos. Ah, okay. Verstehe. Hab ich mal irgendwo bei irgendeiner Präsentation gesehen gehabt. Ich habe noch keine. Ich habe auch Torpedos. Ah, jetzt habe ich noch einen mehr. Da sind noch ein paar Sachen, die ich am Druidenkontrollschiff kaputt machen kann. Machen wir mal alles am Druidenkontrollschiff kaputt. Ja, dann gibt's nämlich garantiert auch irgendwas dafür. Ja, wahrscheinlich geht's dann weiter. Nee, wir müssen noch einen Geierdruiden zerstören. Ach so, ich mach sowieso die ganze Zeit fast nur. Ah, okay, ja, ich habe die Geierdruiden anscheinend. Ah, okay, dann versuchen wir mal hier das Kontrollschiff noch vorher. Jo. Zu zerstören. Ah, haltet ihr euch dann so ab, Jedi. Aber das war noch nicht das komplette Kontrollschiff. Nee. Das hat noch Leben. Wir haben es zum ersten Mal wahre Jedi geworden. Oh, schön, dass sie das Zitat von Watto da reingebracht haben dafür. Das Schiff geht aber auch alles. Es gibt safe eine Herausforderung. Oh, 1 von 4. Ich habe 1 von 4 nochmal. 1 von 4? 1 von 4. Ich weiß nicht, was es war. 2 von 4, diese Dinger sind das. Diese, keine Ahnung, irgendwelche Radarstationen oder sowas sind das hier. Aber ich muss sagen, das vorherige Level war zwar cool gemacht, also das mit der Schlacht um Naboo, aber das war natürlich viel zu kurz. Vor allem, weil wir halt auch keinen Vorlauf hatten bei dem letzten Level. Ach. Nicht auf die Walter-Droids drauf, dann ist das Level vorbei. Aber ich sehe hier oben gerade gar nichts mehr. Ich muss auf die Unterseite fliegen hier. Wir müssen rein und echten Schaden anrichten. Hast du einen Vulture-Droid kaputt gemacht? Nicht absichtlich. Aua. Aber wir können ja... Ah, vielleicht haben wir das Handelsschiff kaputt gemacht. Ja, warte mal, hier sind noch Sachen drauf auf dem Schiff. Ich hatte 3 von 4. 3 von 4. 3 von 4. Okay.
Ah, da wird echt angezeigt noch. Ja, ja, da sind noch Dinger. Na, was? Ich glaube, wir sind reingeflogen aus Versehen. No! Nein! Safe nicht. Ah, ich bin das Geschütz, du bist am Fliegen. Ich versuch ja zu stoppen! An alle Jäger, die es in die Kampfstation schaffen, schießt auf alle Energiekerne, oh, nein, die ihr findet. Wiederhole, schießt auf die Energiekerne. Okay, R2, wo sind diese Energiekerne? Diese Level sind... Oh, du, jetzt hab ich auch schießen, jawoll! 10 von 10! Alles zerstören! Alles zerstören, mehr kaputt machen! Sind das viele Droiden? Das war eine nice Abwechslung eigentlich hier bei dem Level. Mhm. Und auch hier wieder alles aus Lego gebaut. Oh ja! Kontrollschiff der Droiden wurde zerstört. Seht! Die Knickknack kaputt. Ach, was ist der hier, Anspielung, der Typ? Der ist bestimmt auch safe irgendeine Anspielung. Strike! Party auf Nabu! Oh wow. Herzlichen Glückwunsch zu eurer Ernennung, Kanzler. Gemeinsam werden wir der Republik Frieden und Wohlstand zurückbringen. Was wird jetzt mit mir passieren? Der Rat hat mir die Erlaubnis erteilt, dich auszubilden. Yippie! Es besteht kein Zweifel, der mysteriöse Krieger war ein Sith. Immer zu zweit, sie sind ein Meister und ein Schüler. Okay, er geht eigentlich. Er klang vorhin im Trailer also am Anfang schlimmer. Nee, ich finde, die Synchronsprecher sind echt gelungen, also ist deutlich besser als in dem Trailer davor. Nein, sie haben echt den Frosch. Der Frosch rülpst auch noch. Alles klar, wir haben die dunkle Bedrohung abgeschlossen. Die erste Episode ist damit durch. Genau wie Podrin. Was haben wir da alles geholt oder nicht geholt besser? Geholt bestimmt, geholt. Wir haben ganz, wir holen doch immer hier. Du musst fortfahren? Ich muss fortfahren, aber ich sitze doch so bequem. Ha. Jetzt darf ich sogar sprengen. War Jedi. Das haben wir geschafft. Eben, zum ersten Mal war er Jedi geworden. Da haben wir richtig Trophäen abgesahnt, jetzt muss man sagen. Oh, wir haben 4 von... 71.000. Ah, das ist schon gut. Hatte ich mir mehr erhofft. Ah, aber die Flugmission bringt so auf jeden Fall in kürzerer Zeit mehr Hochbegabt? Nein. Rollen ist ein guter Trick. Ah, okay. Ah, Yippie. Schade. Schade, das haben wir nicht bekommen. Hochbegabt haben wir nicht bekommen. Wir sind offensichtlich nicht hochbegabt. Nein. Und 3 Minikits. Oh. Immerhin. So, Charakter und Schiffe. Wir haben ein Schiff freigeschaltet, den Naboo Sternenjäger vermutlich. Ah, okay. Steht nicht dran. Nee, aber das ist er glaube ich, gewesen. Ah, und jetzt haben wir es quasi hier 52% die erste Episode abgeschlossen und können sie jetzt natürlich nochmal im freien Spiel theoretisch machen. Genau, und jetzt können wir uns natürlich auch, wenn wir da Bock haben, freies Spiel freigeschaltet. Wen muss und Freireiz? So kann man dann auch wechseln zwischen dem Story-Modus quasi und und dem freien Spiel dann quasi. Ja, genau. Und hier können wir dann quasi mit der zweiten Episode weitermachen. Ah, okay, ich verstehe. Also man kann quasi, es gibt einmal eine Ebene quasi freies Spiel, das ist dann für, wo man einfach nur freies Spiel normal machen kann. Und dann kannst du halt die einzelnen Episoden kannst du halt auch nochmal machen, was wir jetzt halt gerade im Story-Modus gespielt haben. Okay. Ziemlich nass. Ziemlich nass, ja. Dann, da fehlt der Boss noch hier. Wie fandest du jetzt Episode 1? Was würdest du sagen? Also jetzt im Vergleich. Solide. Ja, ich würde auch sagen solide. Also es ist anders. Man muss wirklich sagen, es ist komplett anders als die komplette Saga. dadurch einfach durch dieses freie Spiel, was halt mit drin ist. Aber dadurch ist auch mehr, also ich finde, man kriegt mehr von der Story mit tatsächlich, also mehr so Zwischensequenzen und so ist mehr drin tatsächlich als bei der kompletten Saga, obwohl die komplette Saga mehr Level hatte. Das muss ich aber sagen, die Level selber fühle ich bei der kompletten Saga tatsächlich immer noch mehr. Also diese... Es ist einfach dieses, es ist wahrscheinlich die Nostalgie bei mir, aber ich finde, dieses Level fühle ich bei der kompletten Saga einfach immer noch mehr. Okay. Weiß auch nicht. Also, so die Grafik ist grandios hier und ich finde auch das Gameplay, also auch, wie man spielt und so, also diese neue Kampfmechanik funktioniert super. Das macht auf jeden Fall mehr Spaß im alten Spiel, aber, ja, schreibt ihr einfach nochmal eure Meinung in die Kommentare. Wie hat euch die erste Episode gefallen? Was erwartet ihr von der zweiten Episode? Na gut, ich bin auf jeden Fall gespannt, wie es weitergeht dann in Episode 2 beim nächsten Mal.
Vielen Dank, dass du dir das Video bis zum Schluss angeschaut hast. Wenn es dir gefallen hat, würde ich mich natürlich über einen Daumen nach oben freuen. Außerdem solltest du unbedingt unsere Kanäle abonnieren, dann verpasst du in Zukunft keine Videos mehr. Da oben kommst du dann auch schon zum nächsten Video dieses Projektes und da oben kommst du zur Playlist, wo du alle Videos des Projektes nochmal in der Übersicht findest. Ich wünsche dir wie immer eine wunderbare Zeit und möge die Macht mit dir sein. Servus!